Glück. Sie nennen die Beziehungsqualität als vierte Dimension in der Qualität in der sozialen Betreuung neben der Struktur und der Prozess- und der Ergebnisqualität. Das müssten Sie mal bitte erläutern. Was verstehen Sie unter Beziehungsqualität? Die Beziehungsqualität ist das Bindeglied zwischen den Menschen. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Das bedeutet, ein Mensch lebt ein Leben lang in sozialen Beziehungen. Er generiert, stützt seine Identität, Persönlichkeitsentwicklung sein ganzes Leben lang aus den Beziehungen, den Rückmeldungen mit seinen Mitmenschen. Die Sozialität, also der Mensch quasi könnte man sagen, ist ein Wesen, das eben in Gruppen sich organisiert, ist Zeichen des Menschen und somit auch im Alter, wenn er das sich selber nicht mehr organisieren kann, ebenso eine Leistung in der sozialen Betreuung, die Kernleistung sogar, dass es Menschen zusammenbringt. Ist diese Leistung denn auch vom Gesetzgeber so gefordert, also ist das irgendwo hinterlegt, Beziehungsqualität herstellen zu müssen? Die obersten Ziele in der Richtlinie Paragraph 87b ist Austausch mit anderen Menschen und die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. In Nordrhein-Westfalen heißt das Heimgesetz sogar Teilhabegesetz. Also es ist ein zentrales Anliegen, dass die Menschen in ihrer Sozialität gehalten werden, dass sie im Umfeld mit anderen Menschen gemeinsam leben. Das heißt quasi nicht weit ab, nicht isoliert, sondern im mitmenschlichen Sein. Das klingt jetzt natürlich noch ein bisschen theoretisch. Können Sie das mal für die Praxis runterbrechen, was man wirklich als Mitarbeiter in der sozialen Betreuung tun kann, um Beziehungsqualität herzustellen? Sei es in der Malwerkstatt oder in der Handarbeitsrunde, die Menschen, die mit dabei sind, dass man diese miteinander verbindet. Das heißt, dass man Gespräche anregt, dass wenn Gespräch nicht mehr möglich ist, dass man Dinge weiterreicht, zum Beispiel ein Wollknäuel oder bei der Backgruppe kann man ein Backpulverpäckchen weiterreichen. Das gilt auch als Austausch mit anderen Menschen. Diese Verbindung zum Gegenüber ist etwas Wesentliches, eben auch etwas Überlebensnotwendige. Diese Isolation, die dem Menschen nicht gut tut, zu verhindern. Der MDK spricht sehr gerne von Verhinderung sozialer Deprivation. Sie haben in Ihrem Vortrag vorhin auch von aktivierender Betreuung im Gleichklang zur aktivierenden Pflege gesprochen. Was wäre so eine aktivierende Betreuung? Die Kollegen machen das bereits automatisch, vielleicht noch nicht so bewusst, dass es eben aktivierende Betreuung ist. Das heißt, in der Backgruppe werden Menschen unterstützt, dass sie mit dem Kochlöffel den Teig rühren, dass sie ein Backbuch aufschlagen, in den Händen halten, vielleicht etwas mit großer Schrift vorlesen können, dass man ihnen ein Küchenhandtuch anreicht, um die Backform sauber zu machen. Das ist etwas im Sinne der aktivierenden Pflege. Also die Menschen anzuleiten, Impulse zu setzen, dass so viel es geht, sie selber machen können. Und wenn das nicht mehr geht, wir auf der Basis der basalen Stimulation, quasi Vanillezucker, Eieraufschlagenklänge, Backformgeräusche mit integriert haben, dass die Menschen die Teilhabe, das sich spüren im Leben sein mit anderen genießen können. Ganz herzlichen Dank.